Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, über meiner Predigt heute steht der letzte Satz des Evangeliums. Wovon das Herz voll ist, davon kann der Mund nicht schweigen. Ich möchte aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Und deshalb ist ein Wort, das liegt eigentlich oben auf, Missbrauch. Wenn ich an dieses Wort denke und wenn ich an all das denke, was dahinter steckt, dann steht es mir bis hier. Es ist nicht nur skandalös, sondern es ist wirklich unfassbar, was sich da in der Kirche Gottes abgespielt hat. Und das nicht im normalen Bereich, sondern bis in die obersten Chargen. Es ist einfach unvorstellbar. Und es macht mich richtig zornig. Ich bin unserem Bischof Felix sehr, sehr dankbar, dass er für unser Bistum gesagt hat, null Toleranz. Und genau das steht auch in unserem Schutzkonzept, das wir hier für diese Pfarrgemeinde aufgeschrieben und auch unterschrieben haben. Nur um das nochmal klar zu sagen, jeder Verdacht wird angezeigt und auch strafrechtlich verfolgt. Damit für alle klar ist, hier wird nichts vertuscht, weichgeredet oder unter den Tisch gekehrt. Ein zweites, was mich im Innersten meines Herzens mehr als bewegt, die Uneinigkeit unter den Bischöfen. Was ist das für ein Rumgeeiere? Der eine Bischof sagt Hü und der andere Hott. Wo, bitteschön, sollen wir kleinen Christen uns denn noch positionieren? Da wird ein Papier gemacht, das eindeutig sagt, konfessionsverbindende Eheleute dürfen kommunizieren. Oder Brautleute, einer evangelisch, einer katholisch, können in der Brautmesse die Kommunion empfangen. Und dann sagt ein Bischof, nö, da machen wir nicht mit. Und blub, ist das ganze Papier Schnee von gestern. Wer steht wieder dumm da? Wir vor Ort. Oder das Rumgeeiere unserer eigenen Weihbischöfe. Da sagt unser Weihbischof, wir schließen keine Kirchen im Oldenburger Land. Klammer auf, ha, 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 haben wir schon längst gemacht in Wilhelmshaven. Aktuell steht's an, in Einswaden. Klammer zu, da erzählt der Weihbischof von Münster, Christoph Hegge, wir werden noch 100 Kirchen schließen. Ja, was ist denn das für ein Rumgeeiere, liebe Bischöfe? Warum sprecht ihr euch nicht mal vorher ab? Warum macht ihr nicht mal eine Richtung klar, an die wir Christen uns halten können? Ganz davon abgesehen, wir sehen doch, dass wir gar nicht mehr so viele Kirchen brauchen. Nicht, weil wir so wenig Priester haben, sondern weil wir auch keine Leute mehr haben. Die Menschen treten aus der Kirche aus. Auch das macht mich mehr als betroffen. Aber ganz ehrlich, den einen oder anderen kann ich auch gut verstehen. Nur aus der Kirche austreten ist natürlich keine Lösung. Denn was, bitteschön, wollen wir unseren Kindern noch mitgeben auf den Weg an Werten, an christlichen Werten? Was, bitteschön, leben wir als Erwachsene noch selber? Und was, bitteschön, gibt uns Kraft, gibt uns Halt, gibt uns Mut, um in die Zukunft zu gehen? Ganz davon abgesehen, wir sind eine große Solidargemeinschaft. Jeder will gerne nehmen, was mir zusteht. Ich zahle doch Kirchensteuer. Ja, die zahlen wir für Kindergärten, für Grundschulen, für Bildungseinrichtungen, für Caritas, für Altenheim, für Krankenhaus. Das alles gibt es nicht mehr, wenn wir alle austreten. Liebe Schwestern und Brüder, die Menschen reden sich den Mund fusselig über den Zölibat. Jetzt mal ganz ehrlich, einer Messdiener sagte mal zu mir,
Pastor, es gibt Dinge, da darfst du von Amts wegen keine Meinung von haben oder keine Ahnung von haben, halte ich da raus. Genau das möchte ich euch auch allen sagen, haltet euch da raus. Ihr lebt doch gar nicht im Zölibat. Was schnackt ihr denn da alle mit? Ganz davon abgesehen, glaubt denn wirklich irgendjemand, wenn wir den Zölibat morgen abschaffen, dass wir 1000 neue Priester kriegen? Wer bitte schön sagt denn seinen Kindern noch, ihr könnt Priester werden oder Ordensleute? Und dann stellen Sie sich mal vor, der wird morgen abgeschafft, was soll ich denn machen? Habe keine Frau. Wieder die A-Karte. Was kommen dann für Fantasien bei den Menschen hoch? Also, das geht mir schon auf den Geist, das kann ich wohl ehrlich sagen. Apropos Frau. Früher waren die Frauen damit zufrieden. Kinder, Küche, Kirche. Der Zug ist doch längst abgefahren. Als Landesfrauenseelsorge kriege ich das jeden Tag hautnah mit. Und ich sage ganz ehrlich, liebe Frauen, haltet bloß nicht die Klappe, sondern begehrt auf. Jetzt ist die Zeit, den Mund aufzumachen. Jetzt ist die Zeit zu sagen, wir wollen auch unsere Stellung in der Kirche haben. Nicht nur führende Posten, die die Laien besetzen können, sondern warum können wir nicht über Diakonat der Frauen reden? Warum können wir nicht von Priesterinnen sprechen? Wir alle wissen, das dauert noch ewig, aber wir müssen sagen, wir müssen darüber sprechen, wir müssen darüber diskutieren. Wir müssen unsere Chefetage mal ein bisschen Feuer unter den Hintern machen, damit sich was bewegt in dieser unserer Kirche. Und dann komme ich noch zu dem schönen Thema Sexualmoral in der Kirche. Angesichts dessen, was da oben getrieben wird, kann man ja nur die Augen schließen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Kirche regt sich auf über gleichgeschlechtliche Paare. Ich kann jeden Panzer segnen, jedes MG, jedes Karnickel, jeden Hasen, jede Kuh, jeden Hund. Warum soll ich die Menschen nicht segnen können? Dass diese Leute nicht kirchlich heiraten können, ist jedem klar, denn die Ehe ist auf Zeugung von Nachkommenschaft hingeordnet. Und ich glaube, ich brauche es keinem Menschen erklären, dass das in diesen Beziehungen nicht geht. Also, grundsätzlich sollten wir darüber nachdenken, wie wir damit umgehen. Und jetzt nur mal für die Älteren, überlegen Sie mal, was Ihnen alles gesagt worden ist, was Sünde ist. Unkeusche Gedanken. Schlagen Sie mal heute die Zeitung auf, dann kriegen Sie spätestens auf der dritten Seite welche. Die Zeiten ändern sich und auch die Kirche muss sich verändern. Jetzt haben unsere Chefetage einen Kulturwandel vorgegeben. Wenn wir das nicht in den Gemeinden schon längst praktizieren würden, hätten wir schon abschließen können. Das braucht uns die Chefetage nicht sagen, dass wir gut miteinander umgehen müssen. Das wissen wir und das tun wir auch. Aber vielleicht sollten wir nach oben hin mal was durchdrücken, damit die auch mal ein Aha-Erlebnis haben. Aber das ist ja nicht nur so, dass uns das Leben immer schwer am Herzen liegt. Es gibt auch so viel Gutes, so viel Freude, die wir miteinander teilen können. Herzensfreude, die in die Gemeinde hineingeht, die Christen aufrechterhält. Und genau das ist es, was Gemeinde meint. Die vielen Kinder, die vielen Jugendlichen, die vielen Frauen und Männer, die sich immer noch einbringen, die mittun, die immer noch präsent sind, die immer noch uns die Stange halten. Was macht mir denn Freude? Das Ehrenamt und auch das Hauptamt in der Kirche. Aber auch da muss man sagen, liebe Verantwortliche in der Kirche, wälzt nicht alles auf das Ehrenamt ab. Es werden im Offizialat und im Generalvikariat Stellen geschaffen und besetzt, noch und nöcher. Da ist Kohle satt. Nur kommt sie nicht bis unten durch. Und wir sollen denn alles ehrenamtlich regeln? Irgendwann muss man auch mal sagen, vielleicht solltet ihr mal die Realität in den Gemeinden anschauen. Die Menschen engagieren sich noch und nöcher. Und wir werden nicht mehr auf das Ehrenamt abschieben, sondern da müssen wir mal woanders was umswitchen. Was macht mir Freude? Die Gottesdienste in der Gemeinde.
Familiengottesdienst-Vorbereitungskreise, das Bunte, die Vielfalt, die Musik, die Chöre, Kinderchor, Jugendchor, Kirchenchor, die Vielfalt auch an dem, was wir hier in unserer Gemeinde haben. Was macht mir immer noch Freude? Das persönliche Gebet. Ich habe heute Morgen noch gedacht bei meinem Morgengebet, was ist das schön, wenn du in Ruhe sitzen kannst und kannst mal mit dem lieben Gott Klartext reden. Aber man muss dann sich auch die Zeit nehmen und hören, dass er sich auch revanchieren kann. Was macht mir Freude? Es macht mir immer noch Freude, als Priester in dieser Gemeinde zu stehen. Es macht mir Freude, mit Ihnen Gottesdienst zu feiern und auch die Sakramente. Und ob Sie es glauben oder nicht, es macht mir Riesenfreude, Sie zu bepredigen. Amen.